Ich wünsche uns allen einen informativen und interessanten Abend mit angeregten Gesprächen, da auch die Fachpolitiker für Naturschutz, Landwirtschaft, Wasserverkehr, Flüchtlinge und Migration und Innen anwesend sind. Und Tour. Hannover ist oft, und Herr Winter ist oft da, der weiß das, weit weg und insbesondere auch weit weg von Westniedersachsen. Ich sage das als Osnabrücker, das ist ja nur die halbe Distanz. Und deswegen zwingen wir unsere Mitarbeiter, die Hannoveraner, aber auch viele Mitglieder der Fraktion regelmäßig in die Fläche, damit wir eben nicht nur Politik aus Hannover heraus, aus der großen Sicht sehen, sondern da vor Ort eben gucken, wo Politik wirklich gemacht wird. Und ich freue mich, dass Stefan Wenzel jetzt noch ein paar Worte an Sie richten wird, wenn es darum geht, Perspektiven gerade auch für eine dynamische Region zu diskutieren, die als Energiestandort in Niedersachsen ihren Platz hat, aber auch ihre Zukunft. Und deswegen, Stefan, du hast das Wort. Und vielen Dank. Und da sind wir aktuell besonders gefordert. Das Bundeswirtschaftsministerium hat einen Vorschlag auf den Tisch gelegt für einen Klimabeitrag, der insbesondere dazu führt, dass alte Braunkohlekraftwerke mit schlechten Wirkungsgraden zusätzlich belastet würden. Die haben den höchsten CO2-Ausstoß. Und ich halte das im Grundsatz für einen sehr sinnvollen Weg, weil wir damit dafür sorgen können, dass die alten Kraftwerke, die mit den schlechtesten Wirkungsgraden, die mit den höchsten CO2-Werten, dass die vom Netz gehen, dass aber gleichen Atemzug die Kraftwerke, die wir noch länger brauchen für den Übergang, und dazu gehören eben auch die Gaskraftwerke, besser in den Markt, besser ins Geld kommen. In den sogenannten Merit-Order-Effekt hätte das für die Gaskraftwerke einen positiven Effekt, wenn wir dafür sorgen, dass diese Überkapazitäten hier vom Markt gehen. Und deswegen glaube ich auch, dass für den Betreiber der Gaskraftwerke hier in Lingen, der es auch im wohlverstandenen Interesse liegt, hier tatsächlich diesen Schritt zu tun. Wir werden ja in den nächsten 2 Tagen hier 2 Demonstrationen erleben. Einmal eine Menschenkette gegen die weitere intensive Nutzung der Kohlekraft und dann eine Demonstration der Gewerkschaften für das weitere Festhalten an den alten Braunkohlekraftwerken. Ich hoffe, dass die Vernunft hier am Ende siegen wird, und ich glaube, dass es für den Standort Lingen mit einem der modernsten Gaskraftwerke in Deutschland eine sehr gute Entscheidung wäre, wenn sich hier dieser Klimabeitrag am Ende auch durchsetzen könnte, wenn der auch den Weg in Gesetze und Verordnungen finden würde.